bin ja völlig überrascht worden, weil ich mache schon, aber nur ganz selten, dass ich noch so große Reden halte. Ausnahmsweise aber hier beim politischen Aschermittwoch. Ja gut, die letzten größeren Reden waren auf Landesparteitagen der CDU in Brandenburg oder auch in Nordrhein-Westfalen oder bei der Jungen Union in Nordrhein-Westfalen. Jetzt die Jungen Union in Rheinland-Pfalz, natürlich auch die Jungen Union in Bayern. Ganz, ganz wichtig. Das mache ich natürlich ganz besonders gerne, weil ich immer auch aus meiner Erfahrung in die Zukunft versuche zu schauen und natürlich ganz besonders immer an die jungen Leute denke, die halt noch ihr ganzes Leben vor sich haben. Und jetzt werden ja auch Weichen gestellt, damit sie in 10 oder 15 Jahren oder 20 Jahren einfach auch ein tolles Land vor sich haben. Und deswegen denke ich ganz besonders immer an die jungen Leute und auch an die Zukunft. Das wissen wir zu schätzen. Und genau deswegen gab es nämlich hier beim politischen Aschermittwoch auch ein Plakat von der Jungen Union. Lieber Edmund, willkommen daheim. Wie hat es sich denn angefühlt, nach Hause zu kommen? Ja, das ist schon beeindruckend und heimelt einen ein bisschen an, wenn man hier in dieser Dreiländerhalle so viele Veranstaltungen schon geführt hat und natürlich früher in der Nibelungenhalle. Das hat ja eine ganz besondere Atmosphäre und insoweit ist es schon richtig, wenn man da schreibt daheim, das ist CSU pur und hier wird auch die Stimmung letzten Endes für das ganze Jahr gemacht. Wenn es hier gut läuft, dann ist das ein Aufbruch für die CSU. Und wenn es hier nicht so gut läuft, dann kriegt die CSU durchhängen. Soweit ist das eine Schlüsselveranstaltung. War es eigentlich hier heute anders als sonst? Ja, anders als sonst. Wenn man nicht mehr in der aktiven Politik ist und wenn man jetzt doch schon so den Begriff des Elder Statesman hat und wenn man übergreifende Aufgaben auch in Europa wahrnimmt, dann passt es zu jemand nicht mehr jetzt die persönliche verbale Auseinandersetzung, das müssen jetzt die Aktiven machen. Ich kann natürlich in der Sache deutliche Dinge ansprechen und das, glaube ich, ist auch gelungen. Und es war insgesamt ein guter Aschermittwoch. Horst Seehofer hat eine sehr nachdenkliche, überzeugte Rede von Bayern und was alles getan wurde in seiner Verantwortung und morgen getan werden muss, aber auch, was in der Vergangenheit an Weichen gestellt worden sind. Und ich konnte natürlich auch ein bisschen darauf hinweisen, die CSU ist nicht nur eine Partei für Bayern, sondern für Deutschland und Europa. Also uns hat es jedenfalls gefallen und gerne können Sie wiederkommen und widersprechen. Vielen Dank. Das wird jetzt gar nicht ausbleiben, Frau Aufsteiger. Hervorragend. Danke. Ich habe schon jetzt eine Menge Einladungen bekommen.